Heidi Hu, Sonny Fettfinger, macht euch wieder froh. Heute zocken wir Moss weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, ist doch selbstverständlich. Schön, dass ihr da seid. Und hier unten sehe ich schon so ein ekliges Giftkäferteil. Flums. Okay. Muss man hier die Mauer wegspringen? Muss man. Das muss man. Aha, okay. Das ist Bescheid. Okay, da braucht man wahrscheinlich noch ein Käfer. Schaffe ich das von hier aus? Ja, die Käferhunde ist hier rüber. Ach, der explodiert dann sofort. Okay, dann müssen wir das wohl anders machen. Aber das klappt. Ist ein bisschen kompliziert, weil man mehrere Tasten gleichzeitig drücken muss, aber ist machbar. Erstmal wieder die Plattform herunter. Dann den Moss hier hin. Nein, bleibt erstmal heil. Dann rüber. Dann hier hin. Und dann. Ja, gute Leistung. Das wird nicht klappen mit dem Schießen. Das ist auch nicht korrekt hier. Etwas muss man da noch machen. Aber was? Die explodieren sofort. Okay, das geht schon mal.
Aber wie komme ich jetzt hier hoch? Etwas? Ich jetzt? Hierhin. Ja! Boah, ganz schön knifflige Rätsel. Oh, Freunde, und das sollte euch mega fettiger Daumen nach oben wert sein. Und ihr könnt auch gerne kostenlos abonnieren, um hier auf YouTube meine Gangstalker zu werden. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Jetzt geht's zurück. Super gut, super gut, super gut. Ich freue mich richtig, dass ich das geschafft habe. Und auf geht's. Ich bin gespannt, wie es weitergeht hier. Momentan sehe ich wenig. Aha, da sind wir. Da kommen wir. Quill. Ha, High five. Sehe ich schon einen Schalter und oben eine Schriftrolle. Offen ist es schon mal. Ah, da kann man rum. Jawohl. Ja, Freunde, ihr seht selbst, manchmal muss man einfach austesten. Man seinen Grips benutzen, seinen Verstand einschalten, auch ein bisschen erfinderisch sein und auch etwas spielerisch herumprobieren. Ui, das ist schön hier. Da ist Quill, da ist er wieder. Sie hatte diese Aussicht in einer Zeichnung in der Bibliothek ihres Onkels schon mal gesehen. Hier zu sein brachte ihr Herz zum Rasen, doch bald überkam sie Traurigkeit. Wenn die Geschichte ihrer Familie anders verlaufen wäre, wäre das ihr Zuhause gewesen. Dann gehen wir mal hinfort und eine Trophäe. Das ist ja wunderbar. Hui. Was ist denn das für ein Teil? Gefährlich. Ah, das ist ein Schalter.
allgemein, das Ding. Wow. Tja, hätte man das mal vorher gewusst. Jetzt weiß ich auch, warum das leuchtet. Man kann hier zuziehen. Eine Schriftrolle. Jawohl. Voll fett. Bis hierher ging's ja. Ich hoffe, das wird nicht wieder so krass knackig. Hier ist noch so ein Teil. Hier kann ich aber noch nichts machen. Oben ist eine Schriftrolle. Wie komme ich denn da hin? Ich muss noch mal raus. Schnell hier hinter. Schnell, 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 schnell. Stacheliges Zeugs. Wie komme ich denn da hin? Der kommt hier gar nicht hoch. Vielleicht muss ich das Gerät erstmal ausschalten hier. Ich husche schnell rein. Und dann kann ich das machen. Vermute ich. Ja, man sieht aber auch nichts. Schön, dass man da nichts sieht. Das macht das natürlich nicht einfacher. Hat er mich doch schon wieder erwischt? Ja, das gibt's doch nicht. Ich bin gleich schon wieder so weit. Den Controller gepflegt, gegen die Wand zu schmettern. Das Ganze auch noch drehen, wie lustig. Hätte ich das mal vorher gewusst. Aber ich möchte dadurch. Weiter geht aber nicht. Aber das müsste gehen. Aha, aha, aha. Hier ist auch so ein Schild. Aha! Oh, ah, sag ich doch da. Ey! Was soll das denn? Jetzt wird's aber knifflig, Freunde der guten Unterhaltung. Jetzt wird's knifflig. Schon wieder. Hör auf. Rein mit dir. Haha, jawohl. Geht doch alles mit Trick 17. Nimm doch die Schriftrolle, Phil. Das wird ein bisschen rumgebackt, aber es funzt. Und wie komme ich da jetzt runter? Oder beziehungsweise hoch?
komme ich denn dort rüber? Was mache ich da? Sieht zwar nichts, aber könnte funzen. Hey, da muss man aber fix sein. Bewegen? Nein. Ups. Ich brauche Hilfe. Und gehen dann hoch. Freunde, das bringt er nicht zum Schwitzen. Wow, das war fantastisch. Echt knifflig, manchmal echt hart. Wow, hier ist auch wieder richtig was los. Ich hoffe, der Kühl verbrennt sich hier nicht die Füße. Was ist das? Was kann das? Keine Ahnung. Aha, oben liegt die Schiffrolle. Jawohl. Sauber. Hat sich doch gelohnt. Da kann man wohl auch hoch. Schau mal. Ob da was zu holen gibt, zu erledigen gibt.
Was ist denn da? Erstmal Quill heilen. Da ist gar nichts. Ich kann noch rein, aber da ist nichts. Oder kann ich von dort oben rüberspringen? Aber das ist ja auch das Tor zu. Mit der Kette. Ja, das geht. Ach, hör auf, diese doofen Stacheln. Die sind genau vor meinen Augen. Jetzt nicht sein, dann gehe ich einfach mal hier hoch. Vielleicht öffnen sich die Tore später. Darren war zurück. Hey Kleines, hat lang genug gedauert. Ich habe deinen Onkel gefunden, aber der Hauptwachturm ist voll gefechtsbereit. Ich werde versuchen, ihn auszuschalten. Hier entlang. Okay, ich komme sofort. Erstmal die Kisten kaputt. Das ist ja gut, ich komme schon runter gelaufen. Ich vermute, jetzt werden die Tore geöffnet. Jetzt haben wir ja Hilfe. Geht es meinem Onkel gut? Fragte Krios. Er ist vorerst noch am Leben. Doch wir müssen schnell handeln. Solange dieser Hauptwachturm aufpasst, schaffen wir es unmöglich bis zur Burg. Vielleicht könnt ihr zwei einen Weg finden, ihn außer Gefecht zu setzen, während ich Wache halte. Ist okay. Kein Problem. Gehe ich erstmal hier oben rein mit dem kleinen Quill. Jetzt sag nicht, dass es hier wieder knackige Rätsel gibt. Ja, ich sehe doch nichts. Herr Mensch, ehrlich. Das klappt schon mal nicht. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Kann man das drehen? Nein. Das müsste aber drehbar sein, weil der Käfer muss hier drauf und dann hier oben auf den Schalter. Vermute ich. Wissen tue ich es natürlich nicht. Aber ich muss erstmal den... falsche Richtung. Okay, das war ja schon mal was.
Und jetzt? Das geht nicht. Hier hinschießen. Hier hinschießen. Er macht's natürlich nicht. Ah, oh, Mist, ey. Das hätte geklappt, glaube ich. Ja, jetzt kann ich den hier auch runterprügeln. Und hier hinschießen. Natürlich mach's das wieder nicht. Das gibt's nicht. Was ist das denn von hier aus? Vergessen. Ja. Okay. Eine Schriftrolle, die war dort versteckt. Immerhin. Ich bin mir sicher, wir brauchen den Käfer hier, damit das offen bleibt. Oder aber ich kann von hier aus schießen auf dieses drehende Teil, aber ich glaube, das hilft mir auch nicht weiter. So, der muss dann wieder runter, damit der Käfer da drauf kann. Und dann, aber da kann er auch nicht die Treppen hoch. Ja, sag mal. Das ist ja jetzt ein Ding. Das muss ja irgendwie Sinn haben hier. Der kann aber schießen. Wie schießt denn der nochmal? Ich muss erstmal gucken, wie der schießt. Weiß nicht mehr, wie der schießt. Okay, dann schieß mal darüber. Bitte. Okay. Und jetzt?
Ah, ich glaube, ich weiß. Jetzt mit dem Käfer hier rüber. Dann darauf schießen. Und dann kann ich hoch. Boah, das sind aber auch eine knackigen Rätsel, Freunde. Die sind richtig knackig. Da kommt man auch echt ins Schwitzen. Eine Truhe. Jawohl. Können wir gebrauchen. Hier habe ich es in meiner Kugel. Mich, was es dafür gibt, wenn man die Bänke und Hölzer Kisten kaputt macht. Ich schau mal eben im Menü rein. Dieses Glitzerstaub, glaube ich. 227 habe ich jetzt. Mache ich ein bisschen was kaputt, dann müsste das ja gleich mehr sein. Was man damit macht, weiß ich nicht. Vielleicht kann man sich damit dann heilen, hochheilen. Schau jetzt mal, gerade bei 227 und jetzt 332. Okay, man bekommt da diesen Staub für. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Noch was zum kaputt machen. Wieder was dazugelernt, Freunde. Man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Hey, was soll das denn? Ich muss hier wieder zurück und hier ist richtig was los. Darf ich das hier einfach vorbeizurennen? Bestimmt. Easy. War nur zur Abschreckung, vermute ich. Jetzt zur anderen Seite. Ich hoffe, hier sind nicht noch mehr knackige Rätsel. Das bringt dann echt zum Schwitzen. Da muss man seine grauen Gehirnzellen aber richtig fordern, sage ich euch. Hier ist auch wieder ordentlich was los. Was soll ich denn hier tun? Jetzt blicke ich nicht mehr durch. Thank you.
nochmal. Und dann hier rüber. Haha, jawoll. Wäre noch gelacht, wenn wir das hier nicht meistern, Freunde. Da unten ist aufgegangen. Wenn wir den nicht sogar irgendwo verbrauchen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wofür. Das hat bestimmt was hier mit dem. Mit dem Waggon drauf, nicht? Probieren wir mal aus. Ich glaube, ich weiß. Der Waggon, der muss gleich nochmal zurück. Ich muss aufs Dach von dem Waggon. Wenn ich das schaffe. Aha, okay, das geht. Und dann muss ich den Käfer hier nochmal dafür benutzen. Guck mal, ein bisschen Römer hier, kleiner Käfer. Um darauf zu schießen. Und dann kann ich hier rüber. Seht mal. Und da oben ist das nächste Portal. Wir haben das dritte Portal gefunden, Freunde. Das ist ja... Ich mache gleich Luftsprünge. Ich mache gleich einen Fortnite-Tanz. Das ist ja super toll. Käfer und den Waggon, den brauchen wir nachher noch, um von dort hier aufzuspringen auf den Waggon, dann einmal hier rüber die Kisten kaputt machen, muss man natürlich nicht, und dann dort rüber. Aber erstmal gehe ich durchs Portal und danach werde ich, glaube ich, einen Cut machen, weil die Videos sonst zu lang werden, vor allem wenn ich ein, zweimal verkacke. Ich schneide es nicht so gerne raus, weil verkacken ist ganz normal. Und das ist authentisch. Wenn man es einfach so belässt, man verkackt, das ist authentisch. Und wenn ich jetzt 10, 20 Mal hintereinander verkacke und das 15 Minuten dauert oder so, dann werde ich doch einen Cut machen natürlich. Aber dann erwähne ich es auch immer. Sie ist wirklich ein hartnäckiges kleines Fellknäuel. Das muss man ihr lassen. Bemerkt. Unsere heiligste Prüfung? Wenn du darauf bestehst. Aber das kannst du nicht vor Wada geheim halten. Oh, wir sind wirklich so weit gekommen. Ich bin überglücklich, das dritte Portal. Und ich hoffe, das wird nicht so mega krass knifflig. Freunde, wie gesagt, wenn ich zu oft verkacke, das sind jetzt 15 Minuten, 20 Minuten Videomaterial, wo ich dann verkacke. Wada spricht vielleicht nie wieder mit mir. Die Stimme klang leidend. Aber wenn du Erfolg hast, muss sie die Wahrheit über das Glas akzeptieren, wovor sie sich so lange geweigert hat. Wenn es jetzt 15, 20 Minuten sind, wo ich verkacke, dann werde ich natürlich einen Cut machen. Ich versuche möglichst wenig zu verkacken. Ist doch Ehrensache. Da muss ich, glaube ich, einmal schießen. Entlang hangeln. Und da geht's hoch.
Hier geht's weiter. Ach nee, ich wollte dort rüber, weil ich da noch so eine Statue gesehen habe. Kommt Juden dort überhaupt hin? Bist du doch. Hier. Und da oben ist noch so ein. Aber da komme ich von hier noch nicht rüber, oder? Der fällt doch dann. Ich gehe erstmal da drüben. Hier gehe ich hin. Ich kann es ja zeigen hier mit meinem Leuchtbällchen. Zack. Fließt dort etwas versteckt? Aber nein, es ist nichts versteckt. Versuch einfach zu springen. Da wäre ich fast runtergefallen. Denkst jetzt trotzdem. Okay, wie komme ich zu der dritten Statue dort oben? Auf jeden Fall so eine Fläche, wo man sich festhalten kann. Das steht sicher. Das steht fest. Ist hier irgendwo so ein grünes Steinchen? Auch nicht. Natürlich, warum springt der denn nicht darüber? Muss doch einen Grund haben, dass ich hier rüber kann. Hinschießen ist schwer. Entfernungs. Okay, aber da geht es um die Ecke. Da werde ich um die Ecke schießen können. Hilfe! Dann hier rüber. Ich muss ich auch erst dort hinunter. Und von hier hochspringen, aber ich glaube, das passt auch nicht. Das ist zu hoch. Ich probier's aber. Ja, seht ihr, das ist zu hoch.
Ich kann hier durchschießen, mal probieren. Nein, schade, schade. Keine Chance. Ja, wie mache ich das denn? Das kann nur so gehen. Ui. Da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Jetzt hier runter, nochmal rum. Das geht auch nicht. Nein, ich bin runtergeflogen. Jetzt hier hinten einmal. Aber den unteren, wie kriegen wir den hier unten denn jetzt deaktiviert, ohne dass unsere Brücke hier wegfällt? Ich sehe es. Dann hier, dann hier, dann rüberspringen. Und wir haben es geschafft. Ja, Freunde, lasst gerne mega fetting Daumen nach oben da für euren kleinen Johnny. Und ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren und meine Gangstalker hier auf YouTube werden. Ja, High Five. Da freut sich sogar der Quill. Puh, da kommt man echt in die Schwitzen. Hardcore, ehrlich. Ehrlich. Wow.
fördert uns hier noch kurz raus. Und dann werde ich Uncut machen. Ui, das war wohl nichts. Jetzt wird das hier nochmal richtig eklig. Aber wir machen das hier. Das ist meine Deckung. Schwert aufladen und schießen. Boah, das ist so gemein hier. Nein, ich habe vorbeigeschossen. Einmal noch. Ja! Das war's. Boah, ich bin richtig am Schwitzen. Das war richtig actionreich, Freunde der guten Unterhaltung. Man ist richtig mitten dabei. Man ist mittendrin statt nur dabei, ganz ehrlich. Ja, das war wohl nix. Auf ein neues. Beim zweiten Anlauf hat es geklappt. Da müssen wir, glaube ich, einmal schießen. Oh, was passiert? Was nun kommt, könnte dich brechen. Aber nur durch diese Rituale kannst du dir die Treue der Elfen sichern. Oh je. Yeah. Und beweisen, dass das Glas bei dir am besten aufgehoben ist. Oh je. Yeah. Monsterkäfer, das ist richtig eklig. Thank you.
da hinten ist noch so ein. Komm schon. Ach, das ist doch bald. Kill. Aufpacken. Da. Kill. Kill, kill, kill. Das machst du nur. Du machst dich total fertig. Gib's zum Foxy. Ah, bitte. Oh, Quill. Du bist doch eine hohle Nuss. Ja, geht doch. Komm ich da rüber? Nein. Aber der Käfer ist voll. Dann können wir auf den einarbeiten, glaube ich. Jawohl, bam. Erstmal Quill heilen. Schwert aufladen. Schießen. Schwert aufladen. Schießen. Schwert aufladen. Schießen. Ah, jetzt schießt nicht da hoch. Wie gemein ist das denn bitte? Jetzt fällt er doch tatsächlich darunter. Dass das so hartnäckig wird, hätte ich nicht gedacht. Ich hab mich schon voll gefreut, wie weit wir gekommen sind und dann sowas. Komm, mach ihn fertig. Ich will, mach ihn fertig. Da hoch schießt er, glaube ich, nicht. Nee, das geht nicht. Und ich stürze mich freiwillig in den Tod. Boah, das war schon die ganze Zeit so hart und dann kommt hier so ein krasser Endgegner. Übertrieben, übertrieben. Jetzt hat er mich hier runtergespuckt. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, sowas. Bleib weg, bleib weg, bleib weg.
schießt der daneben. Ist das anstrengend? Oh, Heilen, was ist denn los? Ja, in die falsche Richtung. Wie schön. Schön, dass du in die falsche Richtung schießen kannst, Quill. Das hilft uns aber hier nicht weiter. Was ist los? Manchmal glaube ich, der Quill will mich ärgern, wenn er in die falsche Richtung schießt. Ich bin so am Schwitzen, meine Hände sind so schwitzig. High five. Jawohl. So mache ich auch gleich, wenn das Video beendet ist, mache ich ein Fortnite-Tänzchen. Freunde, tut mir leid, dass ich nicht viel gesprochen habe, weil das war wirklich mega anstrengend. Meine Hände sind schwitzig, mein Rücken ist schwitzig, mein Kopf ist schwitzig. Es war mir schon eine Ehre, an der Seite deines Onkels kämpfen zu dürfen. Und es ist mir eine noch größere, dich als meine Nachfolgerin anzuerkennen. Du hast an der Seite meines Onkels gekämpft? Bist du... Quill kam sich wie im Traum vor. Vor ihr stand der große Elfen-Champion, von dem ihr Onkel ihr so oft erzählt hatte. Warte! Geh nicht!
rief Quill in den Äther. Du musst uns nun den Weg weisen. Die Stimme zog sich in die Blätter zurück. Beeilung jetzt. Argus braucht dich. Das war wirklich die Härte. Dann war sie fort. Das war wirklich die Härte, Freunde. Ich war kurz vorm Controllerwurf. Und zwar fliegt er nicht weit, weil 5 Meter weiter ist die Wand. Und da wird er dann verenden, der Controller. Ist manchmal so. Sie fühlte sich zutiefst geehrt. Sie hatte sich den Segen ihres Helden verdient. Und vielleicht sogar den Respekt der Kröte. Es tut mir leid, dass ich dich auffressen wollte, sprach sie. Du solltest jetzt gehen. Wada wird nicht gerade erfreut sein. Immer will mich die Kröte loswerden. Das war doch mega anstrengend, Freunde. Wirklich. Das kostet echt Nerven, sowas. Quill fragte sich, was wohl passieren würde, wenn sie Wada über den Weg lief. Und ob sie den Elfen-Champion jemals wiedersehen würde. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich werde hier einen Cut machen, weil das war wirklich die Härte. Ich brauche jetzt erstmal eine Abkühlung und ein bisschen Augenpflege. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Da oben sehe ich noch eine Rolle. Ein Fragment. Und ich sag einfach mal, ich mache hier einen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann hier wohl weiter. Ich denke mal, hier wird der Checkpoint sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Johnny Fettfinger. Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit und Wohlstand, wie ich es doch immer tue. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen.